Kartoffeln, ein richtiges, typisch deutsches Gemüse. Und daraus gibt es jetzt ein sehr typisch deutsches, regionales Gericht. So ist es. Wie heißt es? Pilzchenpfannkuchen. Pilzchenpfannkuchen. Woher kommt das? Aus welchem Gericht? Ich kenne das nur von meinem Vater aus dem Bergischen. Von dem habe ich das auch gelernt. Ach, das Rezept von ihm? Das habe ich eigentlich in meiner Kindheit ihn immer machen sehen. Habe es von ihm gelernt. Und dann selbst nie bis heute noch. Und Sie essen es auch gerne? Ich esse es auch sehr gerne. Schön. Man sagt ja, die Deutschen sind die Weltmeister im Kartoffelessen. Ich mag auch gern Kartoffeln. Ich auch. Ich finde es eine wunderbare Sache. Man kann so viel draus machen. Und jetzt sehe ich schon, jetzt werden die also professionell hier so geschnitzelt. Etwas dünner als die normalen Pommes frites. Ja, dünner. Ja? Ist das Messer okay? Das werden wir sehen. Das Messer ist gut. Ja? Ja. Zumindest scharf. Ich habe immer gute, scharfe Küchenmesser. Da sparen so viele Leute daran. Und ich habe festgestellt, ohne diese ordentlichen Messer macht das keinen Spaß. Man ist dann immer nur am Drücken. Und wenn sie scharf sind, ist man am Schneiden. Aber Sie sind ja ein richtig professioneller Kocher. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur ein paar gute Sachen und eine Küche, die Spaß macht. Aber ich bin kein Profi. Ich bin ein richtiger Amateur. Ich habe auch gar nicht die Zeit. Kochen Sie auch, wenn Sie allein sind? Nein. Höchstens ein paar Spaghetti. Und wechselt das je nach Gästen? Ja, was ich koche, da überlege ich mir schon, wer kommt. Allerdings auch sehr nach der Jahreszeit. Also für mich ist ganz wichtig, dass zum Beispiel die Salate oder das Gemüse. Ja, und wenn ich komme oder käme? Na, habe ich doch schon gemacht. Ja, und? Wenn ich Rockstar wäre, kriegte ich dann was anderes? Nee. Ich habe für Eartha Kitt gekocht, so richtige Rockstars, für die habe ich noch nie gekocht. Aber für Shirley Bassey und, also ich glaube, die hat auch einen Serviettenknödel gekriegt, wie Sie auch. Die waren köstlich. Ja. Also damit Sie jetzt nicht alle selbst weiter schälen und schneiden müssen, haben wir ein paar vorbereitet. Okay. Ne? Hier, die sind auch schön trocken. Sind auch wichtig. Viel weniger häuslich geschnitten. Diese. Die sind schon fast wie aus der Maschine, aber sie sind auch mit Hand gemacht. Da hat sich nur jemand sehr viel Mühe gegeben, weil er wusste, es ist für Sie. Mhm, danke. Jetzt, was brauchen Sie jetzt? Ein Teig wahrscheinlich, oder? Jetzt brauche ich einen Teig. Also, wir haben Milch vorbereitet, Wasser, Mülleimer ist da hinten. Danke. Durch darüber. Ich brauche Eier. Eier sind da. Darf ich Ihnen auch ein Wasser? Die haben auch eins. Ich habe auch eins. Und wann sind die denn? Von wann? Also ich weiß, dass sie gestern gekauft wurden. Ja, und das ich sagt hoffe, noch gar nichts. Ich denke, dass der gekauft hat, aufgepasst Trotzdem hat. Brauchte ich erst Mehl. Mehl. Bitte schön. So, und das mache ich jetzt nach... Das machen Sie nach Augenmaß. Mhm. Ja, genau. Die Hausfrau. Das hat meine Mutter auch immer gemacht. So. Die hat nie... Wenn ich sie gefragt habe, wie viel nimmst du, hat sie gesagt, schau zu und messe es dir ab und schreibe es dir auf. Ich weiß es nicht. So. Schön. Kommen Sie jetzt noch zum Kochen? Ab und an. Ja? Aber sehr, sehr selten. In Schade. Ferien. In den Ferien? Ja, das heißt, wir nehmen ja kein Hotel. Sie nehmen kein Hotel, sondern nehmen eine Wohnung, Ferienwohnung oder sowas, ein Haus. Und da kochen, ja, kochen Sie. Das heißt, Sie tun es gern. Also sonst würden Sie es in den Ferien ja nicht machen. Kochen Sie es gern. Schön. Es hat was Sinnliches. So, und wo ist der Mülleimer? Der ist hinten. Ich bin Ihr Mülleimer. Mache das. Und noch ein bisschen Küchenkrempel. Und wo habe ich denn den Kochlöffel? Bräuchte auch was brauchen noch Sie? Salz. Salz im richtigen alten schönen. Das ist ja toll. Ist das nicht schön? Ja. Sie gucken ganz skeptisch rein. Okay. Noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Also, ja, das wird sein. Na, da bin ich mal mit vorsichtig. Vorsichtig, lieber. Ich will nicht versalzen. Ja. So. Das ist jetzt der Teig. Mhm. Ist man, also, wie ist das überhaupt? Die Politiker kommen sicherlich nie zum Kochen, auch die Politikerinnen nicht. Aber man hört ja immer, dass sie dauernd bei irgendwelchen großen Empfängen dolle Essen serviert bekommen. Ist das wirklich so gut, das Essen? Also jedenfalls stärkt es das Verlangen nach einfacher Hausmannskost. Es wird zu viel. Ja, es ist zu fein. Zu feines. So, man ja, liest das es ja auch. Es fehlt so mitunter Brüstchen. Der Gemüseeintopf, es fehlt das Reibeplätzchen, die schöne Bratkartoffel. Ja. Ludwig der 15., der französische König, hat ja gesagt, gebt mir gut zu essen und ich mache gute Politik. Also ich hoffe. Ja, ich finde schon, dass auch genussreiches Essen, und das kommt ja nicht jeden Tag vor, Nein.
Das ist dazugehört. Das ist dazugehört. Ja. Und Sie sind aber, wenn ich das so höre, dass Ihnen der Eintopf fehlt und so, Sie sind mehr eine Liebhaberin der Hausmannskost. Ich esse auch mal gern gut. Ich habe das Glück gehabt, als ich 19 war, war ich das erste Mal in Frankreich, wie das zu unserer Zeit noch notwendig war, als Au-pair. Und da muss ich sagen, habe ich mir viel abgeschaut. Ja, also ich mag Hausmann, aber ich finde es auch schön, dann mal was Tolles zu kochen. Aber es gibt auch eine französische Hausmannsküche, die ist nur ein bisschen raffinierter als unsere, aber die ist auch nicht überkandidelt. Ja, aber nehmen Sie zum Beispiel Sauerkraut. Das halten ja die Franzosen für das deutsche Nationalgericht, wie die Amerikaner. Ja. Aber ob die Franzosen Püree machen oder ob wir Püree machen, das ist ein großer Unterschied. Ja. Da setzt dann doch die Raffinesse ein. Das meine ich, obwohl es auch ein einfaches Gericht ist. Ja, aber die Kartoffeln werden heiß trocken geschlagen. Da kommt erstmal und dann kommt die Butter rein. Und dann die Sahne. Oh, mit Sahne. Das wird ein toller. Das ist natürlich was Feines. Aber hier merke ich, das wird auch schon ein richtiger. Ja, der muss auch so werden. So ein Teig. Der muss schön glatt sein. Eiern, muss glatt sein. Soll ich denn schon die Pfanne heiß machen? Ja, das wäre gut. Halt, wir haben ja die Speckdübelkiss noch nicht. Ach so, na dann warte ich noch ein bisschen. Es ist zwar Schinkenspeck hier, aber nehmen wir den. Was nehmen Sie denn für einen Speck? So ein durchwachsener. Also mehr weiß. Ja, aber das geht doch so. Ja, soll ich den schon ein bisschen schneiden? Nehmen Sie mir. Wie nicht dick? Nicht zu dick. So dünn, so? So. So. So ist es optimal. Ja? Das ist ja ein Schnitt, den Sie da anlegen. Ne? Ein Schnitt. Wie viele solche Scheiben? Zwei. Zwei. Gut. Machen wir. So, das hätten wir. Also die regionale deutsche Küche ist ja Gott sei Dank wieder im Kommen. Das ist so diese ganze, selbst Bocuse in Frankreich hat gesagt, Kunst gehört ins Museum und nicht auf den Tisch. Und ist jetzt auch wieder auf den regionalen Trip, wie man so schön sagt. Und ich habe jetzt hier auch von Profiköchen so und klein, oder wie wollen Sie es? Das ist ein bisschen. Hier ist es ein bisschen dick geworden, ich weiß. Ja. Ich mache es Ihnen noch mal. Mach mal diese Seite. Schauen Sie, so ist es doch gut jetzt. Ja, also gut. Sie sind sehr streng, Frau Süßmuth. Nein, das ist nicht wahr. Mit meinen Schneidekünsten. Sehr streng. Aber ich habe es alles noch mal halbiert. Jetzt sind Sie, glaube ich, richtig hier. So. Ne, diese westfälische Küche zum Beispiel, insgesamt. Ja, da haben wir ja auch nie behauptet, dass es Kunst ist. Nein, im Gegenteil. Er sagt ja, diese Nouvelle Cuisine war Kunst. Und die gehört ins Museum und auf den Tisch gehört eine richtige ländliche oder gut, aber schöne Küche. Ich finde, dass zum Beispiel Desserts heute schon was mit Kunst zu tun hat. Ja gut, da darf es dann auch sein. Wie heißt das? Symphonie der Früchte oder so bei Herrn Wodarz. Ne? Aber ich denke, viele alte, schöne Gerichte sind auch vergessen worden. Und die haben auch dann ihr rustikales Schälchen verdient. Ja, genau. Ihr Geschirr. Und jetzt wird vieles wieder entdeckt an alten Rezepten. Übrigens auch alte Kräuter, so wie Kerbel oder Kümmel und so, das wird richtig wieder entdeckt. Soll ich die auch noch so klein machen? So, jetzt müssten wir noch mal gucken. Soll ich jetzt die Pfanne anmachen? Schön. Das ist eine Pfanne meiner Mutter. Die hat sie mal aus Versehen. Was haben Sie mit dem Griff gemacht? Ja, sie hat aus Versehen in den Backofen gestellt. Ja. Genau das. Das ist gar nicht, ist das schon? Es war eben brandes. Ja. Wo wird das kleiner gestellt? Ich glaube, wir nehmen das große vielleicht, oder? Schön. Ja, so. Und mach es etwas kleiner. So auf mittler. Bin inzwischen Elektro gewöhnt, aber das geht auch. Was sind Sie gewöhnt? Elektro. Elektro. Ja, ich mache es ganz gerne auf Gas, weil man das schneller regulieren kann. Das stimmt. So. Mach es erstmal ein bisschen hoch, um es heiß zu machen. Und gehe dann gleich ein bisschen runter. Was heißt eigentlich Pilches und also eigentlich, und was Sie da alles sagen? Also das kann ich nur nicht. Ich bin heute Morgen nicht als Sprachforscherin hier. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Pilches sind die Stifte. Ah ja, die werden Kartoffelstifte. Pilches, ja. Ah.
Und das Ganze heißt Pilcheskuchen, weil die Grundsubstanz eben... So? Ja, es reicht. Die Grundsubstanz sind diese Kartoffeln. Sind diese Stifte. Kartoffeln, ja. Was fehlt Ihnen? Mir fehlt ein Löffel. Ein Löffel. Ah, da sind natürlich die normale Löffel. So. Und was isst man da dazu? Ein Salat wahrscheinlich, oder? Salat, das wäre nicht schlecht. Machen wir gleich ein bisschen. Ist nicht heiß genug. Ich habe sie jetzt ganz groß, aber die Pfanne ist natürlich sehr schwer. Die braucht einen Augenblick. Dafür ist sie dann aber auch, die hält die Wärme das dann. Das ist noch die Pfanne ihrer Mutter. Ja, ist ja toll. Die ist bestimmt 40 Jahre alt. Das war so eine der ersten Erwerbungen. Als Heimatvertriebene hatten wir ja nichts und haben dann so langsam wieder einen Hausstand aufgebaut. Die wird aus Nostalgiegründen gebaut? Die darf nicht. Ich habe sonst ja ziemlich viel neues Geschirr. Ja, schönes Geschirr. Aber das ist ein kleines Heiligtum. Da ist auch noch der Geist von Mama drin. Und der ist bei mir immer in der Küche. So wie Sie sagen, Sie haben das von Ihrem Vater, das Rezept. Also ich glaube, jetzt müsste das sein. Und mal eins reintun und sehen, wie es reagiert? Nee, es noch ist, nicht. Das ist nicht richtig. Ah doch, jetzt kommt's. Jetzt kommt. Es muss leicht sieden. Ja. Jetzt kommt's. Naja, so ist das in der Küche. Man kann das eben alles... Aber es macht zu zweit auch Spaß, ne? Das ist doch lustig. Ich koche gern, deswegen habe ich auch ein bisschen Platz in meiner Küche, damit man mit mehreren kochen kann. Ja, das kommt schon. Ja, sehr schön. Das ist ein deftiges Mahl. Ja, das macht nichts. Ja, ist gut. Ab und zu ein deftiges. Also dies hier hat auch was mit Kindheitserinnerungen zu tun. Also wenn ich das mache, dann ist Vater genau da. Ja, und so ist es, wenn ich das Servietten-Knödel mache, dann ist meine Mutter im Hintergrund und guckt, ob es richtig geworden ist. So, was haben wir noch? Schon die kommt. Zwiebel? Nein, bitte nicht. Noch nicht? Gut. Ich mal einen Schieber, damit wir ein bisschen... Die Zwiebeln werden nämlich dann schnell braun und dann haben wir die Malheur. So. Ja, das geht Ihnen aber von der Hand. Ne? Genau. Machen wir etwas kleiner. Sehr schön. Ein bisschen. Noch ein bisschen, so. So. So, jetzt brauche ich das. Ja, jetzt. So. Ja, die müssen noch ein klein bisschen brauner. Die müssen noch ein bisschen brauner. Nicht naja, viel. Wir machen es heute mal etwas fernsehgemäß. Und denken uns, dass es noch ein bisschen brauner ist. Und wissen, wenn wir es mal mit viel Zeit machen würden, würden wir es etwas brauner machen. Sehr ja, der helfe ich gleich nach. Das sieht ja schon ganz lecker aus. Hm, toll. Wunderbar. Das schon mal wegstellen. Auch wegtun. Ach, da kommt ja jetzt Kaffee drauf. Genau das. Das ist ja, ich habe mich schon gewundert, dass Sie gesagt haben, ich soll mal ein bisschen Kaffee vorbereiten. Wir haben den hier in so einer schönen alten Kanne. Das ist das Ungewöhnliche an diesem Rezept, finde ich. So ein ganz normaler, deutscher... Das sind nicht in der Dröppelminderhand. Ja, so ganz so nostalgisch waren wir dann doch aber nicht. Aber mir fällt jetzt auf, die Dübbelkiss, die Dröppelminder, hat alles so seine speziellen Sprachgebrauch. Ja, klar, das ist aus der gleichen Gegend, die Dröppelminder. Mhm. Auch oberbergisches. So, und jetzt kommt ein bisschen Kaffee drauf. Kleiner? Nein, so, nicht kleiner. Gut. Ja, so lassen. Dann baue ich doch schon mal hier inzwischen meinen Salat auf. Zeit nützen. So. Hol mal meinen Salat hier aus der. So. Dann können wir nämlich gleich einen Salat dazu machen. Das wird spannend. Ach, nur so ein bisschen. Ja, nicht ganz.
Das gibt die Farbe, oder? Das gibt die Farbe. Ich mache ja keine Kaffeekuchen. Aber merken Sie, wie das kommt? Ja, toll. Das ist die. Das wird schön braun. Ja, das ist ja fantastisch. Will ich aufpassen auf das. Ja, das ist wirklich ein ungewöhnliches Gericht. Ungewöhnlich zwar nicht, aber ja, ungewöhnlich, weil man vermutet keinen Kaffee. Ja, das meine ich. Aber es ist leicht zu machen und auch leicht ganz schnell. Und schmeckt gut. Ja, das glaube ich. Ich probiere es gleich. Weh, dem das schmeckt. Ich probiere es. Die Geduld, die wir jetzt brauchen, es muss noch ein bisschen garen. Ja gut, wollen wir denn in der Zwischenzeit hier ein bisschen Salat? Also ich wollte einfach mal. Ich wollte mal hier sagen, so ein paar Sachen über Salat. Ich nehme immer nur die inneren, diese etwas ledrigen durchweg. Und wir haben diesmal Radicchio, einen Eisbergsalat, einen Frisee, ein bisschen Chicorée. Dann habe ich geschnitten schon, alles vorbereitet, Fenchel. Und ich habe ein paar Eggerlinge, sagen die in Bayern, einfach diese braunen Champignons. Das habe ich alles hier drin. Und das muss natürlich trocken sein. Sonst nimmt es die Soße nicht an. Und es gibt hier in Deutschland meistens diese Schleuder, die ich eigentlich nicht so doll finde, weil sie immer, man rutscht immer weg damit. Diese Zentrifugalkraft. Sie haben es wahrscheinlich mit dem Schwenken. Aber da braucht man einen Garten oder einen Hof. Das war noch lustiger. Ja, wissen Sie, wo wir das gemacht haben? Wo? In den französischen Küchen. Ne? Ja? Wenn Sie die hintere Tür aufmachen, dann sind Sie ja mitten in dem Personalzugang. Ja, und da? Und da durften Sie im Treppenhaus gucken Sie genau mal, meine, so viel Wasser meine ist ganz toll. Die kommt aus Italien und ich habe sie in Michigan gekauft. Das heißt, die ist von Italien nach Amerika und von dort wieder zurück hierher. Und die wird ist einfach, schon von dem. Die ist fantastisch. Wissen Sie, was? So gab es die Butterschleuder nach dem Krieg. Da ist das jetzt. So. Ui, und jetzt muss ich aber aufpassen. Haben Sie nicht aufgepasst? Oh, doch, ich habe sie abgelenkt. Aber es ist noch nichts passiert. Und jetzt kommt der schön trocken geschleudert hier rein. Und wie machen, ich habe, das wollte ich noch schnell sagen, dieses, muss ich Ihnen gleich zeigen, Rucola. Kennen Sie Rucola? Nein. Das ist eine Rauke. Früher sagte man Rauke und das ist auch so ein vergessener Salat. Und der ist über Italien jetzt wieder nach Deutschland gekommen. Und wenn ich den rein tue, dann brauche ich keine Gewürze. Jetzt machen wir ein schönes Dressing. Das heißt, der ist wie, er erfüllt zugleich Salatfunktion und... Und praktisch auch die Würze oder das Kraut. So, wie machen Sie Ihr Salatdressing? Also ich fange an. Fangen Sie mit Öl an oder mit Essig? Also wenn ich eine Vinaigrette mache, fange ich mit Senf an. Mit Senf, alles da. Alles da. Senf. Und dann? Öl. Ich nehme, erst den Essig. Ich nehme Olivenöl ja, und da spare ich wirklich nicht. Also zum Kochen ein einfaches, aber für den Salat ein sehr gutes, kaltgepresstes. Und haben Sie eine spezielle Sorte? Oder? Nein, italienisches oder griechisches oder so, das ist egal. Und gut und viel Öl. Ich habe einmal vor 40 Jahren, glaube ich, in einem Kochbuch gelesen, Öl wie ein Verschwender und Essig wie ein Bettler. Also ganz wenig Essig. Ich habe hier einen Weißwein. Gerade für die Vinaigrette meint man nämlich, das wäre überwiegend Essig. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ganz vorsichtig mit dem Essig, wenn man zu viel reintut. So, ein bisschen Balsamico-Essig, das ist ja jetzt die große Mode. Deswegen aus Modena, deswegen ist ja Mode. Also, was mir in unvergesslicher Erinnerung ist, Ihr Gericht Linsen, grüne Linsen mit Orangenessig. Ja! Das ist eine... Ja. Das sind so die kleinen ungewöhnlichen Sachen. So, noch ein bisschen Öl, glaube ich. Also mit dem Öl wirklich nicht sparsam sein. Und Salz natürlich. Und Pfeffer aus der Mühle. Gibt es keine größere, ne? Nee, das ist wirklich, die habe ich geschenkt bekommen von Hella von Sinnen. Die hat eben einen Sinn für Dramatik. Jetzt müssen wir wieder zu Ihnen kommen, damit wir das nicht verpassen. Jetzt kommt einfach dieser Teig drauf. Ja, aber der ist noch nicht. Darf ich mal den Schieber haben? Ja, was für ein Schieber? Ja, wenn es so lange. Dieses da. Ja, das geht zur Not, aber auch nur. Doch, das geht doch wunderbar. Ja, das ist ich weiß, was ich will. Ich will einen richtigen Schieber. Sowas, ist sowas? Ja, so ist das richtig.
darf nämlich nicht zu dick sein. Nicht alles. So. Na, also nur so ja, ein Hauch. Das ist nicht ganz gut. Die Pfanne ist aber klasse. Die Pfanne ist toll. Ich hätte die Mutterpfanne. Gedacht, das klebte jetzt alles nee, nicht ganz das und ist ganz. Ein, die ist natürlich auch schon so oft benutzt, dass das finde ich auch. Eine neue Pfanne ist immer problematisch, aber so eine alte, durchgebrannte. So, jetzt zum Salat zurück. Müssen Sie den zumachen oder offen? Nein, offen. Offen. Backen Sie den Pfannkuchen offen? Zu? Ich mache selten Pfannkuchen, ja, aber sowas mein. Was Vulgäres machen Sie nicht. Nein, das esse ich dann unterwegs im Pfannkuchenhaus. So, jetzt. Ich denke, ja, das sieht schon gut aus. Nehmen Sie auch SPD? SPD kommt da rein? Da kommt SPD rein. Zum Beispiel Salz? Nein, SPD ist hier drauf. Ja, Schnittlauch, SP, Petersilie und Dill. Gehört alles rein, das ist SPD. Ja, SPD. Ist ja. Man kann es auch mit PDS machen, aber dann ist es nicht so sympathisch. Da würde ich schon nicht mehr mitmachen. Ich auch nicht. Aber in dem Fall sind wir doch durchaus... Aber Sie geben viel Öl rein, ne? Ja. Viel Öl. Ja. Und ist der Salat... Also Sie wissen, das machen die Franzosen nicht, ne? Mit Kräutern. Nein. Ich will Ihnen sagen, wenn Sie einen Salat haben, der frisch ist aus dem Garten, der hat so viel Eigengeschmack, da brauchen Sie keine Kräuter. Wenn aber Sie den heute kaufen, im Supermarkt oder immer, und die sind alle und haben so wenig eigene, vor allem dieser, zum Beispiel dieser, der ist zwar wunderbar, der Eisberg, Reissalat. Aber der hat keinen eigenen Geschmack. Das, wenn Sie das nehmen, das probieren Sie mal. Das habe ich noch nie gegessen. Ganz bitter, aber wunderbar. Wenn ich das hier nehme, dann würde ich natürlich keine Kräuter nehmen. Und was sehr wichtig ist, was viele falsch machen, die tun das Dressing schon vorher dran. Haben Sie einen flachen Deckel oder einen Teller? Nee, damit geht es nicht. Einen Teller habe ich, natürlich haben wir Teller. Muss ja schon groß ein großer. Und der drunter. Oh. Und? Nun will's nicht. So geht's nicht. Wieso? Ah, dann müssen wir es noch ein bisschen. Ich hab sowas. Gucken Sie mal. Sollen wir das damit? Nee, es ist angebacken durch die Zwiebeln jetzt. An dich darf der nicht anbacken. So, die kommen auch. Das will ich doch wissen. Das wollen wir aber wissen. Das finde ich auch. Ach, das sieht ja ganz, ganz lecker aus. Schmecken tut es wahrscheinlich besser, als wir es jetzt im Aussehen zusammenbekommen. Ja, es ist aber, wenn es, das liegt auch immer an der Pfanne. Und ja, nun haben wir sie doch gerade gelobt. Naja, wer weiß. Nochmal. Soll man das irgendwie mit so einem Schieber lösen? Ich habe schon mal, ich bin drunter gegangen. Ja, überall? Ja. Ich hoffe es. Nicht an den Zwiebeln. Ja, ich musste ja noch kunstvoll wieder zu. Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er kaputt? Nein. Jetzt wird er wieder ganz. Das macht ja Spaß. Aber wir müssen ihn lösen, sonst kommt er nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich was jetzt klappt. Ja, toll. Fantastisch. Na. Sehr schön. Oh, und das probiere ich jetzt sofort. Ach, da trinke ich einen Schluck badischen Rotwein dazu. Den habe ich mir aufgemacht. Da passt natürlich auch ein Bier. Ja. Aber so ein leckerer badischer Roter. Oberbergener Bassgeige habe ich. Nochmal zwei Gläser. Hoppla. Na, das können wir nicht mehr verwenden. So, jetzt haben wir hier alles voll. Ich stelle mal hier. Ja. Hier ist der Salat. Ich habe also noch die Champignons reingetan, die geschnittene Fenchel. Also ich muss jetzt sagen, er ist nicht Comilfaux. Er muss nämlich eigentlich glatt sein. Der Teig muss ihn abdecken. Das geht nicht immer hundertprozentig beim Kochen. Das ist bei mir auch so. Wir können zwar den zweiten noch machen, dann kriegen wir es hin. Ich glaube so, es ist schon okay. Man hat schon gesehen. So.
Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt wollen wir probieren erstmal. Gut, machen wir das auch. Ich wollte ja eigentlich noch einen Nachtisch für Sie machen. Schaffen wir gar nicht mehr. Bei so einfachen Gerichten, ne? Ich erzähle Ihnen, wie der geht wenigstens. Der ist nämlich ganz toll. So. Auch noch weg. So, haben wir denn, da hatten wir doch so einen schönen Schieber. Nee, dem, der schmeckt jetzt nicht. Na, doch, der muss schmecken. Okay. Oh. So. Bin ja gespannt. Und da würde der Salat natürlich gut passen. Ja, den nehmen wir gleich dazu. Den nehmen wir nachher. Sehr gut. Ja? Ganz lecker. Der ist doch geworden. Schmecken tut er gut. Ja, schmeckt sehr. Die Ästhetik. Ach. Kunst gehört ins Museum und Essen soll gut schmecken. Können wir doch nicht noch ein Stückchen Salat dazu probieren? Ein Stückchen Salat dazu. Können wir auch. Geschmacklich ist er so, wie mein Vater ihn macht. Na bitte. Ist doch wunderbar. Ein bisschen Salat. Mal sehen, vielleicht ist er ein bisschen scharf geworden. Ich würde jetzt, wenn ich viel Zeit hätte, würde ich den noch mal so... Hätte ich das Dressing noch mal ein bisschen verfeinert. Das, was wir jetzt probieren, bevor wir Bedenken haben. Also, jetzt erzähle ich Ihnen noch, was ich dazu machen wollte. Okay. Was ich Ihnen als Nachtisch präsentieren wollte. Das ganz. Vinaigrette ist schön mild. Die mild, ist doch mild, ne? Ich habe Himbeeren. Das ist die einzige Frucht, die ich akzeptiere, auch tiefgefroren. Erdbeeren sind entsetzlich tiefgefroren, aber Himbeeren sind recht gut aufgetaut. So. Na? Was ist denn das hier? Ah. Also die mussieren Sie? Ich püriere die. Ich müsste eigentlich so. Und dann? Ganz fein. Ganz fein. Und dann passiere ich sie durch das Sieb. Das habe ich jetzt natürlich schon ein bisschen vor. Ne? Einfach weil die kleinen Kerne, die bleiben ja drin. Und ich habe hier so ein... Womit reichern Sie das an? Und das, dieses, was hier drin jetzt schon fertig ist, da kommt Sahne, geschlagene Sahne und geschlagenes Eiweiß. Und durch das Eiweiß wird es ganz locker. Ein bisschen Puderzucker und etwas... Framboise natürlich. Und das gibt einen ganz leichten, eine Mousse, eine Himbeermousse als Nachtisch. Die ist wirklich sehr gut. Die ist wirklich sehr gut. Sollen wir noch einen Schluck? Ich würde selbst bei einem rustikalen Gericht nichts verderben. Nein, danach, da wir ja noch arbeiten müssen, einen kleinen Schluck. Herzlichen Dank, Frau Süßmuth. Mir hat sehr gut geschmeckt.